Schlaf, denn der Kreislauf nimmt kein Ende. Vom Schein getrübt lässt man sich führen und hält es in den Händen. Doch Schicksal lässt sich nicht lenken und auch nicht beten. Bring es endlich auf den Punkt, wer von beiden hat mehr gelitten? Ist weiter umstritten und du bleibst lieber inmitten deiner Freunde wortlos sitzen. Lässt dir nichts anmerken, Alter, doch der Scheiß hat dich zerrissen. Aber du lässt dich nicht ficken, doch es reicht, um abzudriften und dir die Arme aufzuschlitzen. SMS kam niemals an im Niemandsland. Sie schickt sie ab, er schrottete sein Handy kurz bevor er sich das Leben nahm. Und ob's ein Fehler war, ist ihm jetzt auch scheißegal. Das Herz schlägt noch ein letztes Mal und danach schlägt sein Schädel auf die Badezimmerfliesen. Du musst dich jetzt nie mehr verbiegen, um ins Bild zu passen. Siehst dich jetzt von außen, nimm sein letztes Mal noch Platz, um den allerletzten Film zu schauen. Die Leinwand ist gigantisch, sie drückt dich an sich, küsst dich auf die Stirn. Sie wird ihr Leben für dich geben und deine Mutter übertreibt nicht, wenn sie das sagt. Seelen ruhig auf ihrem Arm, liegst du da? Das war dein erster Tag und alles, was danach geschah, saß du dann in Zeitraffer, prägende Geschehnisse einschließlich des Moments, in dem du dir das Leben nimmst. Du sinkst zu Boden, nicht mehr fähig zu empfinden. Heute hast du Gott betrogen. Kurz danach stürmt sie ins Zimmer und sieht nur noch deine toten Augen. Schnell, aber sterben zu früh, du hast sterben geübt, hast ein derbes Gemüt und die Sterne verglühen und das Elend vergeht, aber keiner versteht, dass es in dir abgeht. Du hast Leben gelebt und den Tod ebenfalls, alles war schon geplant. Du hast gar nichts getan, doch die Spannung verrannt, deine Sonne verbrannt und der Menschenverstand ist so das, was sie sagt, was richtig, was falsch ist, auch wenn ich nicht alt bin und deshalb nicht werde. Doch wenn ich da sterbe, hört diese Verse und er weiß mir hier ein letztes Mal. Gott verdammt, besten Dank für alles. Doch wenn es dann so weit ist, weiß ich, dass es Gottes Hand ist und nichts anderes.